Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 True Farming im Lauringer Tagebuch, mein Lieben. Folgender Deal. Hier hatten wir ja pflügen lassen und jetzt gerade in der Vorbesprechung habe ich gedacht, ich fange schon mal an zu kalken, damit ich das eben mit euch nicht langweilt, wenn ich hier alles kalke und dünge. Gerade habe ich Dünger drin gehabt. Also das, was hier nicht mehr weiß ist, ist schon gedüngt. Jetzt hat die Vorbesprechung so lange gedauert, dass ich beide Felder gekalkt habe und das hier schon fast gedüngt. Aber ja, naja, was soll's. Aber trotzdem gut. Das heißt, ihr könnt jetzt noch ein bisschen beim Düngen zugucken. Jetzt muss ich mir erstmal Dünger beschaffen. Und... pass auf, wir machen das so. Wir brauchen eh Dünger. Aber wir brauchen zwar eh Dünger, aber ich nehme den jetzt erstmal aus der Sämaschine raus. So. Peter, was geht? Ach, Peter ist im Telefonieren. Gut. Natürlich macht der erste Saatgut leer. Weil er erst den Dünger rausrotzt. Dringender Brauch. So, das heißt, der Dünger könnte sogar fast reichen für unser Vorhaben. Peter! Hey, Grüße! Grüße, was ist denn? Wart ihr aber erfolgreich beim Händler? Habt ihr da übernächtigt oder was? Ich hol gleich mal das neue Kfz ab. Was haben wir denn gekauft? Ein Waldrahmen. Was für ein? Lass dich überraschen. Okay, wenn du runterfährst, kauf mal bitte noch einen. Brauchen wir noch Dinger? Das auch. Und zwei Anhänger hätte ich gern noch. Zwei. Sag mal, was ist denn für einen an? Die Lomma. Einen kleinen HW80? Nee, die Lomma-Anhänger. Einen HW80. Nee, ZDK. Ja, das ist ein HW80. Echt? Das scheinen die blöds. Also Lomma, das sind die Aufbauten, die alten Untergestellte sind HW80. Achso, ja gut, du kennst dich da aus. Ja genau, davon einen mit Rohr, dass wir mal überladen können oder so. Oder? Ja, wenn dann wird nee, da geht eh kein Kalk und Dünger rein, oder? Doch. Dann gleich damit hydraulische Bordwand nehmen. Was hat das für einen Vorteil? Naja, da brauchst du nicht aussteigen und die Klappen aufmachen. Ja, das kannst du ja machen, aber ich hätte gern so ein Überladerohr. Die gibt's mit Überladerohr. Na, wir können doch einen mit Überladerohr nehmen. In ZDK 18, also 18 Donner und dann noch den 1802 Uni, also den HW80 mit hydraulischem Bordwand. Ja, mach das. Überblasschutz wegen Häcksel und Fly? Ja. Haben die das dann beide? Nee, ne? Na, pass mal auf, wir könnten ja den einen nehmen wir gleich zum Häckseln. Ja. Wenn wir den mit Überblastschutz nehmen. Ja. Und das andere ist ein Getreideanhänger. Ja. Ich stell da schon mal was zusammen. Ich fahr mal runter zum Händler, dass ich, wie viel Dünger brauchst du? Na, hau voll einen Anhänger. Gut, alles klar. Ist ja schon was vom Konto abgegangen. Hat mir gerade mein Telefon angezeigt. Ja. Sehr gut. Gut, alles drum. In Anhänger voll. Mach das. Gut. Bis dann, tschüss. So, weil dann gibt's das nämlich nochmal zwei schöne Anhängerchen. Weil Anhänger kann man nie genug haben. Wir haben zwar da den Paletto, aber... ja. So, jetzt habe ich aber den Dünger nicht aufgeladen. Ja, mein Lieben. Es passiert eventuell heute viel, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Bauunternehmen ranrückt, weil dann können wir hier ein bisschen planen, dass die Ruine da mal endlich zu einem Wohnhaus wird. Und, ach, ich dachte, das wäre ein bisschen mehr, aber das sind ja auch nur 11%. Mann, wir sind total short auf Dinge, ey. Ja, und dass mal hier aus dem Hof endlich mal langsam was wird. Oh, da kommt schon hier das LU mit dem Gruber. Digga. So, hier ist Precision Farming angesagt. Das heißt, der sprüht nur, wenn auch wirklich Dünger gebraucht wird, wie ihr gesehen habt. Jetzt merkt er halt, ihr seht oben den links den Stickstoffwert und die Fahne, da wollen wir hin. Es schwankt ein bisschen auf dem Feld, aber wir hauen ja auch nochmal eine Dünger rein, wenn gegrubbert ist und wenn ich dann ansähe, weil das ist ja mit Düngefunktion, da sollte dann eigentlich auch nochmal Dünger reinkommen. Müssen wir gucken. So.
Hier ist immer richtig schlecht im Stickstoffwert. Da schwankt er jetzt wieder hoch. Ja. Hier ist... Oha, okay. Man sieht halt auch die Ausbringmenge, die wandelt halt auch ab und zu, ne? Das ist schon krass. Und der Grobernetz. Es wäre natürlich auch sinnvoller, wenn man das Ganze hier mit GPS macht, ne? Sehr wahrscheinlich, aber... Oh, hier ist immer weiter. Ich guck, hier ist top. Hier ist top. Gewesen, die Ausbringmenge. Der pH-Wert oder Stickstoffwert oder was auch immer. So. Dann haben wir hier aus dem Waldboden mal hoffentlich starken Feldboden geschaffen. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Ganz schön fahren, denn das ist ja der Bruder. So. Sehr gut, hier haben wir die erreicht, das Ziel. Hier ist es sogar drüber. Hier ist es erreicht. Das ist echt cool mit dem Precision Farming, muss ich sagen. So. Stockt er jetzt immer ein bisschen. Aber wie gesagt, ey, da wäre es auch dann interessant, wenn ich dann ansehe, ob er da auch dann so tröpfchenweise, wo er denkt, er müsste. Ob er da dann noch Dünger rausrieseln lässt oder ob der einfach mit reingeht. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von dem Feld hier in der Folge gemacht habe und wie viel danach noch off. Weil so Feldanlegen ist auch immer so eine Sache, die, boah, die ist echt schwierig zum Zuschauen. Und da werdet ihr eh noch in den Genuss kommen, weil wir müssen ja noch ein paar Feldchen anlegen. Ja. Das sieht halt jetzt mit den Ästen hier noch ein bisschen scheiße aus, aber wenn die erste Wachstumsstufe drauf ist, dann ist das alles gar nicht mehr so wild. Dann sieht man die gar nicht mehr so sehr. Bisschen schöner. Ah, da ist der Dünger auch schon gleich wieder leer. So. Alle. Maschine wieder voll knallen, dass die Saatgutpaletten da weggehen. Das sieht gut aus hier. Guter Boden. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel drin war. Ob wir das vom Anhänger da noch drauf kriegen, da ist der Anhänger leer. Ist ja auch ganz cool. Nee, kriegen wir nicht hin. Da stehen zwei Säcke drauf. Drei Säcke sogar. Das kriegen wir nicht hin. Sei, dass sie langsam hochkommen, dass ich fertig mit dem kann. Ohne? Ja. Also Dünger kann ich nicht mitbringen, weil der Herr Reinkuh, der ist aktuell nicht erreichbar im Landhandel. Der ist irgendwo anders, auf Außenbaustelle. Ja, wir haben einen kompletten Notstand. Kann der keinen importieren oder so? Nee, der hat schon Dünger, aber der ist gerade nicht am Hof. Ja, aber wir brauchen den. Der Düngerstreu ist leer und der LU ist da. Der wird gleich aufs Feld wollen. Oh, ja, dann muss ich jetzt aber nochmal anrufen. Ich habe mich mit ihm vereinbart, dass er mich auch nochmal anrufen soll. Eigentlich. Nee, das ist schon sehr dringend. Hm. Dann müsste ich mal gleich zu ihm runterfahren. Aber hat denn der nur einen Mitarbeiter oder ist er alleine? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Na gut, dann muss ich nochmal vorbeifahren. Ja. Alles klar. Hallo. Moin. Läuft's, oder? Ja. Habt ihr noch Personal übrig? Leider gar nicht. Okay. Scheiße. Ich bin heute ganz allein. Also jetzt, also der Lehrling musste los.
Ah, okay. Weil ich bräuchte nochmal da hinten mehr gemäht haben. Macht ihr, verleiht ihr auch Maschinen oder macht ihr das nur mit Besatzung? Du kannst auf meinen Hof fahren, da steht der Big M, den kannst du dir holen. Ja. Ja. Da geht doch auch eine Presse direkt hinten dran, gell? An den Big M? Glaub schon. Ich glaube, der ist. Ich weiß nicht, ob meiner dafür ausgelassen ist. Müsste gucken. Ich guck mal. Jo. Achso, bei dem anderen Feld noch warten, gell? Also, ich bin noch dabei, Dünger zu besorgen. Ich bin da noch nicht ganz fertig drüben beim Düngen bei dem anderen Feld. Ja, klar. Aber bist ja eh noch ein bisschen hier. Ja, ich hol mir erst die andere Maschine. Ja. Achso, stimmt ja gar nicht. Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir sehen, aber ich glaube, es. Doch, die Amazon ist auch eine Direktsaat, aber Einzelsaatfrucht. Ich habe jetzt nichts da. Ich springe jetzt einfach hin. Wo war denn der Cellu da, gell? Ich kann ja nirgends hinspringen, Alter. Ja. Ein Hühnerstall. So, dann schauen wir mal. Es ging mal, dass du dann den Big M hinten eine Ballenpresse dranhängen konntest. Oh, der Häcksler von Johnny, Alter, Sorge. Oh, der läuft. Ups, Agrar. Aurufer. Hallo? Die Nummer von Melo, warte mal. Ah, oh, da wird ein Handy gesetzt. Bergmann. Aha. Dachte, ich habe falsche Nummer gewählt. Wo liegen die Schlüssel vom Big M? Liegen die auf dem Reifen? Moment, ja, ich glaube, ja. Ja, na klar. Sollten auf dem Reifen liegen. Ja, ich hab's. Hier, diese Einzelsaat Quernerland, die hier am Eingang steht, das ist doch bestimmt für uns nachher, oder? Die rote? Ja. Ja. Ist die denn, hat die eine Düngedings auch? Dünge? Ja. Okay, cool. Gut. Gut. Danke, bis dann. Gut, ciao. Das wird zu krass. So. Aber ich denke, an der Stelle lassen wir es gut sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich gucke gerade nochmal, ob ich noch meine Rundballenpresse finde oder so. Lasst gerne ein Like da. Schaut bei den anderen Side Stories vorbei. Die sind natürlich auch auf dem Kanal hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.